Hey ho, liebe Wolfsbrudis und herzlich willkommen zurück zu einem unteren Projekt namens Outlast 2. Ich hoffe, ich bin noch nicht zu ängstlich, ich bin zu konzentriert teilweise und ich. Boah, beim letzten Part haben wir auch nicht so viel Epi am Schlüssel gefunden. Gucken mal, wie der ist. Blockiert. Gefängnisschlüssel, ist er doch für unten. Wo muss er doch sein? Haben wir mal durch. Keine Tür. Rüber. Bin ich verwirrt. Hand, aber können damit gerade nichts tun. Gefängnisschlüssel. Gut. Sein, oder? Bin noch zurück. Linkt. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Sagt. Ich meinen Schlüssel gebrauchen konnten. Die Leute sind weg. Alle weg. Oben oder? Alle verschwunden. Der Schlüssel stand da drauf. Irgendwie habe ich es gerade total verrafft. Raus. Lauf noch gerade nur im Kreis, oder? Da ist wieder zurück. Alles nix. Hä? Du bräuchtest einen verkackten Schlüssel. Oh, man kann nicht unendlich rennen. Auch gut zu wissen. Ach, der war doch für den. Hä? Ich stelle mich gerade echt nicht. Freiwillig dumm an, also bestimmt nicht künstlich in die Länge ziehen. Ganz im Gegenteil. Wo wir nicht weiterkommen. Wenn ich mehr weiß, dass da stand. Noch blockiert. Also davon keine wichtige. Runter. Irgendwie sein. Hier befreien müssen irgendwie. Ich hatte das Gefühl, ob ich etwas gehört. Mich nach Schritten angehört hat.
habe ich doch. Oder dass ich das die ganze Zeit nicht gesehen habe. Dafür ist der Schlüssel. Ah. Gott, das habe ich ja ein bisschen erschreckt. Ganz etwas mit E nehmen. Jetzt gelandet. Okay, das lese ich jetzt auch nicht wirklich. Okay, wir haben Lind gefunden. Nice. Ich glaube, hier geht's nicht gut. Macht das Sinn? Man. Ich glaube nicht. Okay, das macht auch. Oh Gott, Blake. Are you okay? No. What the fuck? I don't know. Oh shit. Hey. We have to run. There. Sah halt nicht danach aus, dass ich da runterjumpen könnte, ganz ehrlich. Lynn, where are we going? Away from here. Anywhere but here. Klingt nach einem guten Plan. Kann grad nichts machen. Das läuft automatisch. Kann mich ein bisschen umgucken. Ah! Oh Gott! Oh, what is it? My stomach. It hurts. Something's wrong. Fuck! Anger sein, oder? I have to stop. I need. Oh God. Jesus Christ, Lynn. What's happening here? I thought you were dead. When you fell, I thought we were all dead. It's okay. I'm here. We're gonna get out. Gleich ein. God. What did they do to you? I can't talk about it. Please don't ask me. They're coming. They're coming. Our faith has been proven. The woman who came to Temple Gate this day from the outside world brought with her the foul burden we've been awaiting all this time. She has a child. I performed the examination myself. And he's insane. They're all fucking insane. The devil is I'm assuming. And she is among us. As if the yoke may not spill his beans. I can't. Not now. Let's just get away from this place. Kill them. Okay. Soak the earth with their blood. Rip the devil from her belly. Ey, ihr seid schon krank. Stay back! Every Gentile. I swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. God, no! God wants the child.
the child. Get off me! Get off me! God wants Lynn! Lynn! No, you... No! No! You motherfucker! Get, no! Get off me! Get, no! You leave her alone! Leave her alone! Lynn! No! Lynn! No! Fuck you! Was sind das für Leute? Oh. Freundin. Haben wir jetzt in die Fresse geschlagen bekommen. Unser Gesicht wurde mehrmals abgeleckt. Oh shit, Lynn! Hätte uns ja einfach töten können. Bitte! Lynn! Ach du Kacke. Aber benommen. Jesus God! Fuck were they? Call them heretics. They called Lynn Mother. It's not just the cult. It's wieder ein bisschen besser. Christians and something else. Ja, Christen und noch irgendjemand. Und abgesehen, ist beides keine schöne Mischung, die ja scheint. Ist cool. Bin ich auch nicht unendlich lang. Wasser, die Sau. Der guckt jetzt eigentlich alles gut. Oh, da guckt sie her. Ich hasse dieses Spiel. Quatsch, natürlich nicht. Auch diese Anspannung. Thank you.
mag auf jeden Fall diese Schleichaspekte so ein bisschen. Sagen muss, wegrennen. Kamera. What the hell? I'm dreaming. Or am I out of my fucking mind? Beste Zeit. Sorry, I have to do this. You should have helped. I'm so sorry, Jesse. There's no picture. Just noise, but I saw it. I know I saw it. There's no picture. Just... I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so, so sorry, Jessica. I remember this. Loved, God, faith. Ist hell. Und wir müssen es dunkel. Okay. Respekt. Er wird bestimmt helfen. Dass ich da lang gehe. Ja, ist für mich, dass ich da lang gehe. Selbstbewusstsein. Oh. Oh, hier lang ist auch okay. Hier ist es zum Ausgang. Ausgang ist super. Oh, wir kommen sogar raus. Lass diese. Okay, ein Schneegebiet. Kalt. Okay. Folgen mal. Nett, danke schön. Ich wäre lieber im Schnee runtergefallen, nicht hier bei den Steinen. Aber wir haben wieder eine Brille. Diesmal noch heil. Unglaublich. Oh. You're him, ain't you? The outsider. No, I thought they killed you, didn't they? No. Not yet. Well, they'll do it if they find you out here. Come on. Er ist so freundlich. Who are you? My name's Ethan. But I mean, are you one of them? And which side are you on? And why ain't I trying to kill you? I've been unborn. Seen too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The heretics. Didn't say squat when my wife got scarred. Had to get cast out. Didn't complain with nah. Pressed himself on my enemy. And she not but 15. I'm sorry. When he said my grandson,
baby he put in her was might the Antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. Hey. Echt nett, der hilft uns ein bisschen. Och. Leute, jetzt ist es wieder gut, wir können wieder normal laufen. I gave a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Sorry. Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. Well, what do you know? You seen her? It's why we came here. Is she all right? Please, Mister, just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. Oh, thank God. And God bless you. Come on, get you inside. Hey, hast du Batterien und Heilung für mich? Ah! Oh. Oh, hey there. You really busted your head open, didn't you? I'll be okay. Why don't you head down to the roof cellar? Drop that down there. You can hide till you're fixed up. Okay, ich weiß. It's all right. You just relax here, I'll keep you safe. You rest up and heal. Ethan's gonna treat you right. Okay. Dann bevor wir uns hier ausruhen, bedanke ich mich mal fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten Mal. Nicht vergessen, finde ich klasse. Tschüdelü.